Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Montana Black zieht sich im Livestream gerade die Popel aus der Nase und wir machen tatsächlich ein wenig sinnvolleren Kram und werden jetzt hier mal die... Wie war das? Die Straße da oben ging nicht, ne? Die rechte. Die rechte muss ich befahren und währenddessen versuchen wir mal ein wenig aufzuleveln, ein wenig Geld zu sammeln. Denn wir haben in der letzten Folge versucht, nochmal gegen den Matador zu kämpfen, weil wir ja... Ah, die sind, glaube ich, ein bisschen härter, ne? Da darf ich nicht rushen. Ich bin so kernbehindert. Das ist natürlich auch wieder für Leute, die das am Stück schauen, war das jetzt ein No-Go. Aber, ja, was soll ich sagen, ne? Ist für mich schon eine Weile her, aber dafür habe ich diesen glücklichen Treffer für mich entdecken können. Ja, wir haben uns hier den Nozushi zusammengeschustert, weil der ja die Kraftresistenz hat. Leider Gottes hat es nicht gereicht für den Kampf, weshalb wir dann doch gestorben sind und uns nochmal einige Gedanken... Wieso finde ich die Redefunktion nicht da? Einige Gedanken dazu machen mussten und wir versuchen jetzt, wie gesagt, ein bisschen zu trainieren und schauen uns hier noch ein bisschen um. Jetzt soll mich deiner Crew anschließen. Was glaubst du, mit dem du sprichst? Bla bla bla. Okay, ich nehme an, dass er immer noch leveltechnisch stärker zu sein scheint als ich. Oh, perfekt. Direkt mal schön die Crits reinböllern. Naja, vielleicht fühlt sich er ja jetzt so ein bisschen mehr in Stimmung. Soll mich dir anschießen? Nee. Ne? Manchmal kommen sie ja zur Vernunft, wenn man sie etwas bearbeitet. Von daher versuchen wir es mal auf die semi-artige Gewalttour. Ich habe halt leider immer noch nicht gecheckt. Ach nee, das ist scheiße. Das, stirb. Fuck. Das fucking Kagetsushi, ist ja hell, ne? Die sind ja dann da immer so ein bisschen angepisst. Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich hier wieder mal nicht gespeichert habe. Das war ja nur fucking zwischengespeichert. Und ich hätte nicht gedacht, dass die so viel aushalten. Eisatem. Lebensauffüllung. Was? Ach scheiße, ich habe wieder nicht zugehört. Egal, mach einfach. Was auch immer. Das Bofu. Nee, das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich war gut gewählt. Angel könnte uns tatsächlich, glaube ich, noch einmal auffrischen. Jawohl. So, wir checken das hier nochmal. Das ging nicht genau. Die Brücke war irgendwo auf der rechten Seite. Und falls ihr euch übrigens fragt, was war das gerade für ein Kommentar? Ja, wer schon etwas länger auf meinem Kanal unterwegs ist, der weiß, dass ich alle zwei, drei Mal im Monat so eine Phase habe, wo ich mir... Du da drüben, du, Lehmstein. Nope. Du Scheiße. Tschüss. Lull. Und dann haut er ab, der kleine Pisser. Ja, ich schaue mir in regelmäßigen Abständen andere, vorrangig größere an, um mich zu vergewissern, dass die immer noch scheiße sind und ich dementsprechend weiter meinen, ich kann alles besser Zug fahren kann. Und da hat es sich heute zugetragen, ich habe das auch gerade lang und breit auf Telegram niedergeschrieben, dass ich bei dem Rezo drin war und der über 10 Minuten Dating-Sex-Fragen beantwortet hat. Ja, ich bin 14 und habe feuchte Träume und ich will das gar nicht, solche Geschichten, ja. Und Montana hat einfach mal in seinem Livestream sich die Nase geputzt, was ja okay ist. Er hat dann aber auf die Aquariumscam geschaltet und da war uns allen schätzungsweise klar, okay, da ist was nicht rausgekommen, da musste er wahrscheinlich nochmal nachhelfen und ich finde, dabei hätte man es belassen können. Was macht er? Er kommentiert das auch noch und sagt, ja Leute, ich muss mir gerade mal einen Popel rausholen, den Anblick möchte ich euch ersparen, ja. Und da dachte ich mir dann auch, musste das jetzt wirklich sein, ja? Und das Schlimme ist, dass das immer, es passiert immer bei jedem Kack-Streamer, bei jedem, den ihr so oft auf der Welt kennt, jedem, das auch bei Gronkh und Co.,
Ja, und da kann man doch nicht mehr, da kann man nicht mehr, nicht mal mehr von Zufall reden, oder? Da, das, da, ich mache das seit Jahren, ja, seit, keine Ahnung, 2012 halt, seitdem ich halt selber Let's Plays auch mache. Sorry, ja, das, und ich finde das halt so schlimm. Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass man mal niveaulos ist oder über Sex oder so redet, ja. Aber parallel dazu haben die Leute dann leider immer nichts anderes zu bieten. Die haben immer nur den niveaulosen 0815-Kram zu bieten und das finde ich halt sehr, sehr traurig. Aber gut, ich habe da jetzt schon thematisch wieder zu viel Zeit reingedödelt. Wir haben es jetzt auch tatsächlich recht schnell hier über die Straße geschafft. Der Rat von Nilo, über die Autobahn natürlich, sollte ich sagen, hat es auf diese Gegend abgesehen. Darum sind hier überall Wachen. Okay. Das ist ja interessant. Jetzt sind hier auch neue Gegner. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Gut, man muss dazu sagen, dass Jack sehr schwach ist. Also das muss uns jetzt nicht unbedingt widerfahren. Aber ich kann ja schon mal die Analyse einsetzen und sehe, dass sie Schwäche Elektro haben. Also ich dann dementsprechend mal einsetzen kann. Das wäre so gut, wenn man die jetzt rekrutieren könnte, aber sind wahrscheinlich zu stark. Ah, scheiße, ich habe jetzt, Moment, ich gucke nochmal in meine Aufnahmen. Ich habe nämlich gerade nicht drauf geachtet, wie viel Leben die haben. 186, okay. Ja. Die Frage ist, der Zug ist so oder so weg, ne? Okay, dann baller ich nochmal Blitz drauf. Jawoll, ey, das, Leute. Leute. Okay, das ist jetzt natürlich dumm. Ja, wenn der Wind einsetzt, dann... ich könnte Masio-Stein verwenden. Ist ein bisschen rausgeschmissen, oder? Aber ich will ja überleben, von daher... Stein, Flieg und Sieg, schade. Es hat ihn nicht betäubt. Versuchen wir es mal mit Ausfall. Einfach mal ausfallend werden. Nein, leider nicht. Ja, ja. Okay, ja, man könnte jetzt sagen, geschieht mir irgendwo recht. Ja, das, man hat mich gewarnt. Ach, schade aber, ne? Man hätte das tatsächlich schaffen können mit ein bisschen mehr Glück, vielleicht. Oh Mann, okay. Das bedeutet jetzt natürlich, dass wir wieder mal in der im Einkaufsdistrikt sind. Und fraglich ist, was wir... Oder hatte ich noch einen Stein, mit dem ich hätte entkommen können? Ja, das hätte mir aber auch nichts gebracht. So am Arsch der Heide. Dann wäre halt der nächste Zufallskampf gekommen und hätte mich penetriert. Von daher... Ja, das ist echt übel, ne? Also... Ich habe ja nichts gegen Grinden und so weiter. Ich bin da ja immer auch sehr spontan und finde immer Sachen, über die man reden kann. Aber die Frage ist, inwiefern sich das denn rentiert. Gut, jetzt wissen wir, was auf der anderen Seite ist. Ich schätze, soll ich nochmal in die Kanalisation gehen? Ja, oder? Ich wollte ja natürlich jetzt irgendwo trainieren, habe ich ja gesagt. Aber... Also, was heißt Kanalisation? Ja, es wirkt ein wenig so, aber es sind ja offiziell sind das Tunnel. Die geben vielleicht noch ein bisschen mehr als jetzt die Weltkartenumgebung. Von daher, ja, werden wir uns wohl hier ein wenig mit den Leuten vergnügen. Und wir haben ja jetzt diese Quest abgeschlossen, ne? Vielleicht würde mir der Maniki noch irgendwas verkaufen. Das könnte ja auch sein. Aber gut, ich bleibe jetzt erstmal hier im Wasser. Das ist ja glücklicherweise ein Areal, wo man weiß, dass man nur im Wasser angegriffen wird. Ich drücke mal hier auf die Karte und guck mal nochmal, ob dadurch schnellere Zufallskämpfe getriggert werden. Nein, okay. Das war anscheinend nur ein Hirngespinst oder es im Wasser gelten andere Regeln. Das könnte natürlich auch sein. Ihr hattet entweder Schwäche Eis oder Feuer. Ich habe Eis. Ich glaube, es war Feuer.
Aber egal, es zieht trotzdem was ab und mit etwas Glück, was ich ja jetzt hier habe, beziehungsweise hatte, können wir sie auch etwas triggern. Vielleicht schließt sich der ein oder andere uns ja nochmal an. Kann ja alles tatsächlich passieren. Schöner Crit. 80, 130, jo. Das kann sich auf Dauer, denke ich mal, sehen lassen. Vor allem, wenn da vielleicht das nächste Mal drei Leute dabei sind oder so. Dann nutze ich mal kurz hier die Zeit und mache mal spontan Werbung für Let's Plays, die ich gerade parallel... Oh Gott, eine Person. Ich versuche mit dem zu reden. Wir hatten den ja schon mal. Ja, dass ich mir, wenn dem so ist... Ah, Alter. Geld ist halt, Geld ist halt, schwierig. Ja, wie, also du hast kein Vertrauen. Wiedergeburt oder Zerstörung? Wiedergeburt. Ah, Loser. Ne, das Problem, oft ist es bei den Fragen immer so, dass ich schon, ich hätte jetzt gerne Zerstörung genommen, aber ich versuche denen dann immer irgendwie über den Mund zu reden und dann, geht das schief. Das Ding ist, das war mir jetzt zu viel Geldverschwendung. Ja, mache ich nicht. Mm-mm. Was ich da gerade verloren habe und was ich gewonnen habe. Ja, was habe ich gewonnen? Nichts, außer ein wenig XP. Dann können wir direkt mal neu laden. Und mich ärgert das so sehr. Ich habe überlegt, ob ich nochmal speichern soll, nachdem ich bei dem Tunnel war. Nachdem ich mich zum Tunnel hin teleportiert habe. Leider habe ich es nicht getan. Das heißt, wir müssen da jetzt nochmal zum Tunnel gehen. Ja, und zwar habe ich jetzt parallel hier, wie gesagt, mehrere Let's Plays gestartet. Oder will ich noch starten? Wir haben ja gerade 0.29 Uhr. Ich finde, die ersten Folgen eines Let's Plays sind immer sehr, sehr wichtig, weil man ja potenziell dadurch neue Zuschauer gewinnen kann und dementsprechend spare ich mir da den Flüsterhannes und nehme diese Folgen dann einfach tagsüber auf. Gerade kann ich ja nicht so laut reden wegen meiner Mutter und so weiter. Heißt nicht, dass ich das Flüstern schlimm finde. Ich hatte ja schon meine Meinung dazu gesagt. Ich finde vor allem auch, ne, ich habe mir jetzt so überlegt, wir können das ja einfach teilen in passive, / atmosphärische Spiele und in aktive Spiele. So, ich finde bei Rollenspielen, wenn man dann erstmal so drin ist, wenn man so die ersten 10, 20 Parts gemacht hat, dann weiß jeder, was einen erwartet. Und hier beispielsweise haben wir jetzt natürlich eine Trainingssession, ja, und da muss man jetzt auch nicht so ADHS-mäßig reden. Ich meine, mache ich ja sowieso nie. Ich meine halt nur, dass das vielleicht ganz gut zum Spiel passt, ja. Und wenn du dann aber etwas spielst, was du noch nicht so kennst, wo du halt, wie gesagt, das Let's Play gerade anfängst und es grundsätzlich vielleicht ein etwas... ein Spiel ist, wo man ein bisschen mehr aufpassen muss. Also ich meine, Rollenspiele sind ja grundsätzlich immer gechillt, weil es ja in erster Linie um Taktik geht, ums Köpfchen. Aber wenn du jetzt beispielsweise so ein Jump'n'Run spielst oder so, ja, da kann es im Moment, in jedem Moment kann dann auch mal irgendwas schief gehen oder so. Und dementsprechend kann es natürlich da passieren, dass da ein paar mehr Emotionen fallen, ja, und die Spiele sind dann natürlich etwas mehr zum Ausrasten prädestiniert und deswegen dachte ich mir dann jetzt immer so, okay, spiele ich halt sowas nachts und sowas wie, ja, keine Ahnung, Crash oder so als Beispiel, tagsüber. Finde ich gerade ein bisschen komisch, dass sie den Typen nicht angegriffen haben, der vereist war. Das hatte sich doch sichtlich angeboten. Und dann sind sie sind in den Nahkampf gegangen, aber haben einfach Jack Frost angegriffen. Das war sehr, sehr interessant, ey. Ah, ich versuch's, ne? Wobei, ich weiß nicht, ob sich das bei dem gelohnt hat. Der hat ja schon viel gelitten. Und, ah, shit! Jetzt wollte ich gerade dir einsetzen. Mach mal das hier. Mal gucken, willst du handeln? Isora ist immer noch misstrauisch. Für dies höre ich dir zu. Auferstehe. Du kleiner Hurensohn.
Für dies höre ich, aber man kann mehrfach verhandeln, ja? Nein. Die Frage ist, ich will wissen, Schlürf, wonach dein zartes Fleisch schmeckt. Ich sollte dich am Stück verschlingen und dann verliere ich den Zug. Die Frage ist, hat er jetzt den Lebensstein von mir bekommen? Oder wird das erst übergeben? Ich denke nicht. Also ich denke schon, dass er es bekommen hat. Ich denke nicht, dass es zurückgezogen wurde, so wie bei dem, was vorhin passiert ist. Der hat ja dann auch einfach mein Geld gefressen. Ne? Sehr, sehr interessant. Hatten wir, glaube ich, so auch noch nie in dem Spiel gesehen. Ne? Hat sich aber natürlich nicht zu meinen Gunsten entwickelt. Die Frage ist, ob er jetzt wieder... Ja... Ja, aber da steht nicht welcher. Mutudi? Okay, hast du was für mich? Opal. Oh, das klingt nett. Was ist denn Mutudi? Bestimmt wieder irgendeine Zustandsheilung, ne? Gott, wie random. Heilt stumm. Wow. Ist das grün? Nee, das war nur grün, weil ich drauf gegangen bin. Krasser Shit, ey. Krasser, krasser Shit. Nee, dann hätte ich doch lieber tatsächlich Dia gehabt. Aber gut, ja, habe ich das jetzt eigentlich, ja, das mit dem Passiven und Aktiven habe ich erklärt. Was spielen wir denn jetzt so neuerdings? Also ich habe heute, beziehungsweise gestern Abend, wo meine Mutter noch nicht gepennt hat, habe ich die Schlümpfe 2 angefangen. Ne? Den ersten Teil, den hatte ich ja hier auf diesem Kanal schon durchgespielt. Also wegen meiner Kanalsperrung konnte ich jetzt die letzten Folgen nicht hochladen. Habe ich das erzählt? Ja gut, ich muss es ja nicht in jedem Let's Play erzählen, ne? Aber aktuell bin ich ja wieder 14 Tage gesperrt. Und das, was ich jetzt alles aufnehme, die 100, 200 Videos, die baller ich dann mit einem Mal raus. Und genau, so die Schlümpfe 1 habe ich durchgespielt und den zweiten, den kannte ich noch gar nicht, ne? Den habe ich dann auch erst im Zuge meiner Thumbnail-Erstellung des ersten Teils gefunden und dann dachte ich, hey, cool, kann man ja tatsächlich mal sich angucken, ne? Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es ist nicht so gut wie der erste. Ich meine, der erste war aus gewissen Aspekten her, auch nicht gut. Sackschwer, aber vergleichsweise geht der zweite einen ziemlich anderen Weg und macht das leider nicht so gut. Ja, aber ich bleib dabei. Es ist eine Herausforderung und ich nehme natürlich gerne jede Herausforderung an, wie ihr ja hier schätzungsweise durch dieses Let's Play in Erfahrung bringen konntet. Und ich habe die letzten Tage auch Atlantis durchgespielt. Disney's Atlantis für die PlayStation 1. Auch sehr, sehr interessant. Das Spiel hat ein wenig bei Tomb Raider abgeschaut. Ist nur leider nicht so gut geworden. Ne? Atlantis ist quasi Tomb Raider für Hartz-IV-Empfänger. Und ja, das habe ich durchgespielt. 25 oder 24 Folgen irgendwie so in dem Dreh sind draus geworden. Also auch ganz nett, kann man sich mal geben. Ne? Ich persönlich würde es jetzt nicht empfehlen, sich das zu kaufen, aber klar, ich empfehle natürlich alle meine Let's Plays. Das ist sehr logisch. Das geht auf jeden Fall. Ne? Ist aber tatsächlich auch, muss man parallel dazu sagen, eines der... Wieso halten die so viel aus? Schlechtesten Spiele, die ich spielen müsste. Und ja, nicht schlecht im Sinne von, dass es unfair ist. Es gibt ja viele Arten von schlecht. Also, nicht jedes schlechte Spiel ist automatisch unfair, weil es schlecht ist oder so. Es ist halt in dem Fall einfach sehr, sehr schlecht umgesetzt. Also, man könnte auch oberflächlich sagen, man hat sich Tomb Raider angeschaut und... Naja, keine Ahnung. Alles Gute rausgeschnitten, rausgeworfen oder so. Also nicht alles, aber ja, man sagt ja gerne besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Und irgendwie haben die aber selbst beim Klauen verkackt. Also es, ja, es hatte einen sehr, sehr guten Anfang. Und zwar muss man da
Maragi finde ich sehr, sehr gut. Das könnte mir, glaube ich, hier helfen, weil die ja auch Schwäche Eis haben. Aber die Frage ist, wie mache ich das mit dem Leben? Fuck, ey. Ich glaube, wie viel kosten denn Lebenssteine? Das, ne, dass sich das dann vielleicht irgendwie rentiert oder so? Naja, ich heile die erstmal so und dann werde ich ja noch einige Runden aushalten. In diesem Spiel muss man die Charaktere öfter mal wechseln, weil jeder Charaktere... Oh Gott. Jeder der Charaktere seine Stärken und Schwächen hat. Und also was weiß ich, du hast jemanden, der kann Sachen reparieren und dann hast du jemanden, der klettern kann und so weiter. Der ein oder andere von euch hat vielleicht Donkey Kong 64 gespielt. Da war das tatsächlich auch der Fall, dass man das so machen müsste, aber ja, das Ganze ist wie gesagt nicht so gut umgesetzt, aber wenn ihr ein wenig mit mir mitleiden wollt, euch mit mir über das Spiel lustig machen wollt, dann seid ihr da definitiv bestens aufgehoben. Ja, aufgehoben fühlen wir uns auch so sehr in dieser Folge, dass wir sie jetzt für beendet erklären werden und frisch uns in eine neue, wohlfühlende, atmosphärische Folge hineinstürzen werden. Das neue Bett mit den neuen potenziellen Federn eines wundervollen, geflickten Hühnchens. Ich habe den Anfang des Satzes vergessen. Die werden wir uns dann jetzt gönnen, wenn ihr denn mögt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.